Der mittlere Panzer, ausgestattet mit einer 90mm Kanone, wird meist in Zusammenarbeit mit Grenadieren oder Panzergrenadieren im Kampf eingesetzt. Seine Besatzung besteht jetzt aus 4, früher aus 5 Mann, nämlich Kommandant, Richtschütze und Ladeschütze im Turm und dem Fahrer. Der Bugschütze gehört nicht mehr zur Besatzung. Außer der 90mm Kanone verfügt der Panzer über ein Turm-MG, das starr mit der Kanone verbunden ist. Auf dem Turm befindet sich das FLA-MG zur Bekämpfung von Erd- und Luftzielen. Im Bug des Panzers M47 befindet sich zusätzlich ein Maschinengewehr, das durch den Fahrer bedient wird. Der Turm ist um 360 Grad schwenkbar. Der Panzer kann also in jede gewünschte Seitenrichtung schießen. Vertikal können Kanone und Turm-MG innerhalb eines begrenzten Bereiches gehoben oder gesenkt werden. Mit dem Entfernungsmesser wird die genaue Entfernung zum Ziel gemessen. Das ist die Voraussetzung, dass der Panzer bereits mit dem ersten Schuss das Ziel treffen kann. Außerdem hat der Panzer 2 Winkelzielfernrohre, eins für den Kommandanten, der notfalls selbst schießen kann, das andere für den Richtschützen, als zweite Zieleinrichtung, falls der Entfernungsmesser ausfällt. Der Panzerkommandant fährt mit offener oder geschlossener Luke. Ist sie geschlossen, beobachtet er durch die Kinonblöcke. Der Panzer verwendet verschiedene Munitionsarten. Gegen ungepanzerte Ziele Sprenggeschosse. Die höchste Kampfentfernung im direkten Richten beträgt etwa 4000 Meter. Das Sprenggeschoss hat eine Splitterwirkung von ungefähr 35 Meter in der Breite und 10 Meter in der Tiefe. Schießen mit Abprallern erhöht diese Splitterwirkung, besonders gegen lebende Ziele und Ziele hinter Deckungen. Mit Zünderstellung auf Verzögerung kann bei entsprechenden Aufschlagwinkeln auch Minenwirkung erzielt werden. Das Nebelgeschoss wird zum Blenden des Gegners, zum Verschleiern eigener Bewegungen und als Brandmunition verwendet. Alle Panzergeschosse haben einen Leuchtspursatz. Das Panzergeschoss APC durchschlägt bei 90 Grad Aufschlagwinkel auf einer Entfernung von etwa 1000 Meter eine 15 cm dicke Panzerung. Mit dem Hartkerngeschoss werden stark gepanzerte Ziele bekämpft. Es hat einen 3,5 Kilo schweren Kern aus Wolframkarbid und durchschlägt bei 90 Grad Aufschlagwinkel auf ungefähr 1000 Meter Entfernung eine etwa 25 cm dicke Panzerung. Starke Feuerkraft, Beweglichkeit und Panzerung machen den Panzer M47 zu einer wirkungsvollen Waffe in der Hand des Truppenführers.